Hallo Rentaset, hallo Isabella, hi. So. I hope the creaking noise in my microphone is away now. I changed some settings in my OBS. So hopefully it works now. So, yeah, let's do the pre-flight safety checklist. Transfer switch. Is off after trim switch is normal. Responder is standby. So we have nose and visor standby. Control is off and guard. Landing gear normal. Down, gear override is guard, visor nose lever, S configuration, this RAM air turbine switch is off, and guard. Perfect. Next thing is aircraft fuel, aircraft load is checked, ground power request. So, ground power switch to close, master warning cancel, and rear extract fans on. Uhu, ich quatsche noch mit Ariana. Alles klar, mach das ganz in Ruhe. Ups. So, next thing is air conditioning. So, crossbleed valves on, conditioning valves on. Quick check. Conditioning valves on. Haben wir. Air data computers on. Short temperature check minus 1 degree. So, drain master heaters on. And transparency, ice and demist on. INS 1, 2 and 3 to standby. So we have to feed our present position. Happy landing, Isabella. So, present position is north, 4 9 decimal 0 1 decimal 0 and east 2 3 2 4. 4 9 0 1 0 and
2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, that's it. There we go. And 4, 9, 0, 1, 0, insert east 2, 2, 4. So cross check 4, 9, 0, 1, 0, 4, 9, 0, 1, 0, 4, 9, 0, 1, 0, and 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4. Cross checked. So and aligning. And feed the first waypoints. Here we go. So from now on the INS is aligning and we have to go on the checklist. Zero fuel weight. So we have to set our zero fuel weight. That is... Hello, Xiliodi. Welcome on board to our flight from Paris to Dakar today. So actually I'm in the pre-flight check. Ukaistos, guten Abend. Hi, schön, dass du da bist. Bin gerade im pre-flight. Heute geht's von Paris nach Dakar. So, Zero Fuel Weight war stehen geblieben. So, Zero Fuel Weight ist 89 tons. So 891 and zero fuel CG is 5217. That's nearly perfect. So that was the analog one, and now you have to set the aircraft weight in digital letters. So at first we reset the fuel consumption and now setting the aircraft weight both 89100 8910 Now we want to add the fuel. We have 75 tons of fuel with us. 75. So 75 and exactly it's 77. So we have a takeoff weight from 163, that's correct, because there is taxi fuel without the taxi fuel, so we have one ton to taxi. Ah, Rallye Paris Dakar Mach Edition, yeah, genau. Ganz genau, da hält keiner mit, das sag ich dir so. So, total fuel is set and analog check
So we check the analog gauge. It says 75 700 75 700. That's correct. So what have we done? Zero fuel weight is set, zero fuel CG is set, aircraft weight is set, total fuel analog check, correct aircraft weight is checked. So tank 9 main inlet valves auto, override valves to off, tank 9 pumps left and right hand to auto, tank 9 the air off, tank 10 pumps to auto left and right hand, tank 5A7A to off, standby inlet valves all off, jettison fuel bay all shut and secured, trim pipe drain is shut, and tank 5A and 5, 7A and 7 transfer valves are shut. They are tank 5 pump left and right hand off, 7 left and right hand off, tank 5 and 6 inlet valves are shut, override valves off, 7 and 8 inlet valves shut, override valve off, interconnect valves 6 and 7 and 5 and 8 to shut. They are tank 6 and 8 left and right hand pumps off. They are tank 11 main inlet to auto, override to off, tank 11 hydraulic green and blue to auto and main pumps to auto, tank 11 DR is off, and main engine feed tanks 1, 2, 3 and 4 to on. So there was a fuel panel. Before start checklist, cockpit windows are closed, flight control inverters to on, PFC master warning cancel and anti-stall system to on, radar INS switches to INS. Navigation radios are set, that's correct, initial altitude is 20 feet, that's correct. We also set this in the altimeter. So 20 feet here and 520. Just setting the box for another visual control. So QNH altimeter set and cross check transponder to XPDR. Oh wait, I can put this flight document away. So transponder to XPDR it is. Brakes park checked. Ground hydraulic yellow, yellow off, off, that's correct. Navigation lights on, throttle masters to main. Fuel heaters auto, engine recirculation valves are shut, and secondary air doors to auto. Batteries to bat on. ASI box pitch index. Now it's gonna be interesting. So go, there it is. So ASI box V1 is 152, V2 is 174, V V2 is 196 and V2 plus 40 is 236.
20, 36, and pitch index is 14 degrees. And reheat placard is 4. No, fuel flow is 20.2 for engine number 1 to engine number 3. And for engine number 4, it's 19.8. P7 box are Kokosnuss 3000. Welcome on board to our flight to Dakar from Paris. So P7 box 38.8. And for engine number 4, it is 38.2. Yes. So, clock and TLA box. Oh, yeah, we need the clock, definite. So, we have Emilio Largo. Welcome aboard to our flight from Paris to Dakar. Just now I'm in the pre-flight check. So we have noise restrictions today, so we have to cut off the afterburners after 104 seconds. So 60. For 1 minute and 44. So there are 104 seconds and we have to reduce the throttles to 94.6 N2, so we can do 95 N2. So clock and TLA box are set, seatbelt sign. Seatbelt signs on and doors close and the INS system is aligned, so we can set this to navigation. Go and we set this to position, this to wind data, and this to the from to display. Just see, I have to feed our first waypoints. Here we go. Shortly press remote buttons. So, door lights. Check. Gangway is removing. Master warning. Recall. Artificial fuel. PSC auto stabilization. Engine 1 to 4. Internal 1. 4 hydraulic and electric are on. That's correct.
Anti-collision lights. On. Flight deck door lock. So nobody gets in. Throttles to idle there. And ground crew call. So, pushback checklist, conditioning valves off, crossbleed off, engine 1423 idle switch is too high, generator switch is on. And here we go, we start in the engines. Depot switches on, timer to start. Here we go. And we're starting up engine number 3. HPRF open. And starting up engine number 2. Hydraulics on. Pull up. Checked PFC master warning. Cancel. And now we want to... Are we there yet? No, Isabella, we're not there. You're just on the ground. So... So let's look from which runway do we start. We start from runway 09 right. So 09 right, let's look on my taxi sheet.
609 right. We can push the nose to the... Oh, we can actually push the nose to the right, or just we push back and turn to the taxiway on the right side. Yeah, just pushing back a bit. So, let's do that on parking brake release. Pushback and starting up engine number 1 and 4. So cross bleed valves on, and starting engine number 4. There we go. And engine number 1. Oh, it's a bit cold, they're needing longer. Come on. So, cross bleed valves shut, conditioning valves on, pushback checklist completed, after start checklist, nose wheel steering. Checked. So, checking the green hydraulic system, full up, full down, full left, full right, rudder left, and rudder right. And blue hydraulics. Pull up, pull down, pull left, pull right, rudder left, and rudder right. That works. So, yeah. ASCS is checked. Stabilization and feel. Auto stabilization 1, 2, artificial feel number 1 and number 2 to on. Engine anti-ice brauchen wir nicht, not needed. Brake fan. On, timer reset, 7 minutes after start. Door warnings again. Tested and off. Hydraulics. Checked, electric 1, check, electric 2, check, ground bypass.
Engine 1423 idle switches to low. Engine number 4 takeoff limiter to 88%. And engine control schedule to flyover. That's correct. Tank 11 load limit. Is today 5169. That's correct. So after trim switch to after. And fuel low pressure protection armed it is. So let's taxi. Nose and visor down to 5 degrees. Taxi turn lights on. Parking brake release. So, taxi checklist, visor nose down, check, landing lights, taxi turn lights on, checked, brakes, checked, flight instruments, checked, no flags, flight control, CFC, checked, so, short concentrating on the taxiing here. The airport is very complicated. So, anti-skid, anti-tire lights are off, trims set, throttle master, to other position, auto throttles on, auto ignition on, throttle master's back. Drain master heaters are on, ADS and standby probe heaters on, preservation static heaters on. Air conditioning on, cross bleed valves off, that's correct. And air intakes.
RAM Spillmaster switches to auto and guard. Lane switches to auto and to lane A. Oops! So, reverser. Buckets are moving. Checked. So. CG position. Engine overheat is not required today. So CG position is okay. Trim transfer switch to off and guard. Load limit controller to climb value. It's actually 10,500 kilos. So, holding point, it's nearly reached. 5 and 6 inlet valves, 7 and 8 inlet valves to auto. Engine feed pumps, all on. Tank 5 and 7, left and right hand to on. Seven and eight inlet valves out. So engine feed pumps are on. 5 and 7 left and right and on. Tank 10 and 11 DR on. 6 and 8 right hand pump on. They're full. So we need this to DR.
Tank 5A and 7A pumps left and right hand to on. That's correct. Takeoff CG switch is a CG switch, is not required. PFDIS. So, we will fly 2529 nautical miles, so 252. So PFDIS is set. Taxi checklist complete. Landing lights before start checklist. Landing lights on. Transponder on. Wheel overheat lights are off. Master warning. Recall nothing. Inhibit. Takeoff monitor is armed. Hello, Scepter. Welcome aboard on our flight from Paris to Dakar. Just right for the takeoff. So, runway line up, parking brake is set, reheats are on, nozzle override lights is off, engine 1-4 idle switch is too high, pitch index checked, trim is checked, flight directors checked, brake fans. Off brake fence overload MI is black. And here we go in 3, 2, 1 now. Altitude of 1,000 to go.
So, after start checklist, landing gear lever normal check. Landing lights off, master warning recall. And engine flight rating to flight. 4,000 feet. And 2 to 95. It was Charles de Gaulle, Isabella. So, 10,000 feet, nose and visor up. No grass, why? What? Do you mean the grass on the ground? Now you're really making me nervous. So, reaching 390 knots. Here we go.
after trim switch to after. Altimeters. Two. Brake fans off, take off CD switches, normal engine control to normal. Secondary nozzles are modulating, they are. Seatbelt signs, well, we leave it on for now. Taxi turn lights off. ADS and standby probe heaters to on. Oh, there it is. Here we go. Nozzle override lights are off. They are trim transfer switch to revert. It is tank 11 T air off. And CG is moving to the back. Oh, now I know what you're meaning. So, I'm flying with not with the actual date at the moment. It's in the simulator. It's the 1st January, and I run AS16 with historical weather. So it's. Therefore, it's minus 1 degree outside, and it's—I think it's the winter texture map, and that's the reason why there's no grass. Now I understand what you mean. Altitude alert, 1000 to go. So, in case that we're flying over land at the moment, we have a subsonic lag today. So, from now on, we fly with 390 knots at 26,000 feet. So it's somewhere between Mach 093 or something. And we have to watch the CG movement. So we should stop it for now. So we have a CG from 55.4, and that's brilliant for the subsonic. Was a subsonic lag at the moment, so we leave it. We leave it there where it is. Yeah. So we want to fly subsonic until
So we will fly subsonic until we reach what was it? Colex. Oh, there it is. So 16 nautical miles before. Oh, that is 104. So 16 nautical miles before waypoint 7. And then we will be over the ocean and we can accelerate. Terence Chester, welcome on board. Well, at the moment outside. Kokosnuss 3000, willkommen zurück. Welcome back.
Hello, He-Man 28, welcome on board. So, yeah, we actually overland at the moment on the right side. You can see the ocean. Six! Hallo, guten Abend, hi, wie geht's dir? Ich hoffe gut. So, für alle, die interessiert sind, aktuelle Flugroute und meine Position, meine aktuelle, einfach auf den Link draufklicken.
gut, Urlaub vorbei. Jetzt fängt der stressige Alltag wieder an. Ja, das stimmt. Das ist leider so. Das kenne ich aber auch zu gut. Man kommt viel zu schnell wieder in den Stress rein irgendwie. Kann man nichts machen. So. Falls es übrigens so sein sollte, dass ich teilweise knatsche oder knirsche, bitte einmal Bescheid sagen. Also vom Ton her. Ich hoffe, der ist gut. Ich habe da einiges neu eingestellt. Ja, deswegen hoffe ich einfach, dass das jetzt funktioniert hier. So. Waypoint 7 habe ich gesagt. Ab Waypoint 7 kann ich Gas geben. Im Moment fliegen wir noch Subsonic. Hallöchen, guten Abend. Hallo. Ja, du bist in der Luft, sehr schön. Ja, endlich wieder mal. Ja, du hast die ganze Woche nicht geschafft, kannst du sagen. Boah, ja, ich fast die ganze Woche. Ich habe den Flug irgendwie, ich habe nachher schon gar nicht mehr aktualisiert. Ich habe da irgendwie 2-3 Mal das Datum schon geändert gehabt. Und habe dann irgendwie gedacht, na, das hat eh keinen Sinn. Ja. Guckst einfach, wann du es schaffst. Ja, ja. Mein Chronometer resetten, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ach doch, geht. Doch, das geht irgendwie. Bist du im Stream oder? Ich habe ihn jetzt gerade angemacht vor wenigen Augen. Ei, schön. Genau, aber ich habe jetzt die Startvorbereitung schon soweit gemacht. Warte mal, dann linse ich mal, bei dir rein. Also hier von den Cold and Dark habe ich sozusagen jetzt relativ schnell durchgezogen und habe aber meine Route auch heute von Hand eingegeben und wusste nicht, dass es klappt. Da habe ich immer keinen Bock drauf im Stream, wenn es dann Probleme gibt, sozusagen. Aber lief alles gut heute. Warum kann ich dir denn nicht joinen? Ach, da kann ich dir joinen. Entschuldigung. Ja, alles gut. Hast du noch Husten oder bist du damit durch mittlerweile? Unverändert, der Husten. Ah. Aber egal. So, das ist gut. Nee, ich bin jetzt letztes Mal dann... Ich wollte eigentlich ja nach von Innsbruck nach Oslo. Ja. Aber A war es spät und B hat mich dann einer gefragt, ob ich nicht in Bremen landen kann. Da hatte ich endlich super eine Ausrede, den Flug regulär abzukürzen. Und da hat der Flug halt nur die Hälfte gedauert. Okay. So ist jetzt die Flugdauer wahrscheinlich auch nicht mehr als eine Stunde maximal. Ja, das stimmt. Jetzt war ich gerade in deinem Stream, jetzt bin ich wieder raus. Wieso denn das? Keine Ahnung. Oh, es works. Hallo. Spain Brass, welcome on board. Ich gebe zu, ich hatte mein Dream Chat Programm noch nicht angemacht. Da, jetzt. Warte mal, da, jetzt, ja. Ah, du hast das auf der rechten Seite, das ist auch cool. Ja, weil links dann immer, wenn ich mir diese Monitore anzeigen lasse, ja, dann gehen die immer genau in die Leiste. Okay. Das wird irgendwie unpraktisch. So, 5 Minuten, jetzt bin ich gleich über See, dann kann ich Gas geben, ja. Sehr schön. Und ich wollte noch EVAP anmachen. EDDH Tower, EHAA, B Center. Moonraker 19, welcome on board.
S-Fighter spielt King of the Hill. Steht bei mir da. Was? Entweder sitzt er im Zug oder ist zu Hause und spielt. Nee, er ist im Zug. Er ist im Zug, sagt er. Er hatte vorhin irgendwie gesagt, er fährt mit dem Zug nach Hause, ne? Okay, ja, hat er eigentlich. Ja. Hast du denn jetzt Erlaubnis gekriegt zum Fliegen, oder? Ich habe jetzt keine weitere eingeholt, aber es ist nur ein kurzer Flug. Okay. Tikas. Du bist schon airborne, ne? Oder? Bist du noch am Boden? Nee, ich bin noch am Boden. Ich gehe noch die letzte Liste durch. Das Problem, was ich habe, mein Licht an im Zimmer und sehe das praktisch nur schwarz. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Hans Lächerlich, hallo! Willkommen an Bord. Anhand deines Nicknames nehme ich an, dass du Deutsch bist. Cooler Nickname. So. Ja. Schauen wir mal, jetzt geht's gleich los hier. 3 Minuten noch. Punkt X, ich gebe jetzt mal ins Quark. Jetzt hier keiner ist da. Backpacks, BKMTO Config. Dürfte jetzt schon vorbei gehen. Ja. Die Glock habe ich angemacht. Taxi Lights. Matthias, ich mute mich mal eben kurz. Kein Problem. Bin dann gleich wieder, ich muss mal eben kurz im Stream hier was erklären. Ja. Ich glaube, dann gehe ich dir auf die Nerven damit. Alles gut, danke. So, hallo Maschu TV. Hey, ich habe eine Frage, bin relativ neu bei Flight Sims. Wenn ich im FMC einen Flugplan eingebe und mit ATC fliege, bekomme ich dann doch oft andere Anweisungen als im FMC. Gut. Ja gut, also ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus, was diese Geschichte mit der FMC angeht, weil ich fliege, wenn dann über IBAO oder über Ratsim bin ich mal eine ganze Zeit lang geflogen. Also da kann ich dir jetzt wirklich nicht weiterhelfen, leider. Und jetzt muss ich gucken, wo ich denn da eigentlich bin. Normalerweise ist es aber so, wenn du jetzt, ist das nur kurz nach dem Start, dass du die Heading kriegst, oder ist es dann, wie läuft das? Weil es kann schon sein, dass du kurz nach dem Start andere Headings kriegst, wenn du Einflugschneisen und Ausflugschneisen einhalten sollst, dann geben die dir natürlich irgendwelche Headings vor, die du nachfliegen solltest. Hi, Mardos B. Nein, nee, natürlich. Doch, bei IVAO musst du einen Flugplan eingeben. Und dann hast du deine Stars und deine Sits, die du abfliegst. Und natürlich kann es auch sein, dass dir ein Fluglotse irgendwelche Headings vorgibt. Die musst du dann natürlich einhalten. Die musst du dann abfliegen, das ist klar. Komme direkt eine andere Heading und dann immer weiter, bis ich dort bin. Somit ist der Flugplan sinnlos. Ne, das sollte eigentlich nicht so sein. Also der Lotse sollte dich, also wenn er dir schon Headings gibt, sollte er dich irgendwann schon auf deinen Flugplan zurücklotsen, wo du dann wieder nach Plan fliegen kannst. Also das sollte nicht so sein, dass du die ganze Zeit mit irgendwelchen Headings fliegst. Das ist eigentlich nicht richtig. Danke, das hilft schon mal. Ich hoffe. Also wie gesagt, ich kenne halt das Programm nicht, deswegen weiß ich nicht, wie das bei dem Programm abläuft. Aber richtig ist es normalerweise nicht. Also du hast eigentlich eine Route vorgegeben und nach der solltest du dann auch fliegen können. Ne? Also gut, wenn du kurz nach dem Start oder kurz vor der Landung andere Headings kriegst, ist das okay, aber den größten Teil des Fluges solltest du eigentlich schon nach deiner Route fliegen. Was normalerweise sein kann, also im Real ATC oder auch bei Watsim oder bei IVAO machen die das auch, dass die, wenn du eine Route vorgegeben hast, dass du dann deine Navigationspunkte und dass du einfach teilweise Navigationspunkte, dass sie die auslassen, dass du dann direkt, was weiß ich, von Punkt 3 nach Punkt 7 fliegen darfst. Aber, wie gesagt,
Gibt es irgendein Kommando, was mir sagt, dass ich nun wieder nach meinem Plan fliegen darf? Ja, schon irgendwie was mit Fly after your plan oder irgendwie sowas halt, ne? Aber das würdest du eigentlich mitbekommen, wenn der dir das sagen würde, der Lotse. Gerne geschehen. So, jetzt haben wir es gleich soweit. 60 nautische Meilen. Anonymous, welcome on board. So, in 2 Minuten geht's los. Dann starten wir unsere Acceleration in den Supersonic-Bereich. Also über Mach 1. Condenator 2, request start up to holding point runway 27. Taxiing to holding point runway 27. I'm looking to south and have to turn left to runway 27. Taxiing to holding point runway 27 via Golf and Foxtrot. Condenator 2. Yo, 6, alles klar. Sehr schön. So, 70, 10 nautische Meilen noch. Wir bereiten hier schon mal einiges vor. Altitude aus 60.000. Hoffentlich kommen wir auch endlich aus diesen Turbulenzen raus. Gut aus. Taxiing. Dann. IAS Hold, Alt ACQ, Full Thrust. Now we climbing by 390 knots and we want to hold them, so we set pitch hold and engage the afterburners for engine 2 and 3 and 1 and 4. Verdammt, irgendwie funktioniert meine Trimmung nicht mehr richtig hier an meinem Joystick. Ich kann zwar runter trimmen, aber nicht mehr rauf. Oh, das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig, ja. Das hatte ich doch. Das hatte ich neulich auch, aber da lag es an meiner Fernsteuerung. Ja, ich denke mal, das wird an meinem Joystick liegen. Ich hoffe jetzt einfach. Das ist echt ein bisschen blöde. Weil die benutze ich viel während dieses Übergangs in den Supersonic-Bereich. Okay. Das ist natürlich blöd, da kannst du auch schlecht bei Speichern basteln. Foxtrot, und der will mich auf Golf lenken. DK James, welcome on board. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Overspeed hier. Naja. Gut, Mach 1 haben wir. Preservation Static Heaters off. Bye.
Ich habe heute sogar ein bisschen Traffic und Funk. Oh, schön. Ich habe jetzt in Bremen meinen Start Clearance beantragt und wollte jetzt zum Holding Point Runway 27 und muss dann gleich Start Freigabe genehmigen, aber warten erst, bis jemand von seiner von seinem platzrunden Training kommt. Okay. Wir sehen, die Bremse funktioniert. Gut. Ich teste lieber jetzt heute mal meine Ruder vollständig. Ja, das mache ich auch grundsätzlich immer. Na, ich habe es ein paar Mal nicht gemacht und habe mich dann geärgert, weil ich dann auf dem Runway stand und festgestellt habe, irgendwas geht nicht. Mm. Und dann konnte ich dann stoppen. Ja. Ach so, mein Initial Climb ist 5000. Muss ich noch korrigieren, den hatte ich auf 7000 gesetzt. Und ich habe intuitiv meinen richtigen Squawk erraten. Ich hatte den schon vorher auf 1001 gesetzt, das war cool. Lege ich denn hier schon wieder zusammen? Nein, ja. Fand ich cool. Swarks. Swarorks? Hat mich gefragt, ob das immer noch die Condor aus Ubay ist. Fand ich klasse. So. Hier im Holding Point. Take-off checklist. Landing light, take-off. So. Pack 1, pack 2 off. Na, jetzt beruhigt sich das doch hier. Mach 1, 3. Das sieht doch schon mal gut aus. Da müssten jetzt die Intakes aufgehen. Ich werde mal kurz funken, nicht wundern, ja. Ja, alles gut, ich bin ruhig. Condor 2 an. Holding point, runway 27, ready for departure. Standby. Condor 2. Negative Condor 2. Traffic not inside. But I will wait while landing the aircraft. Condor 2, line up, runway and wait. Krass, der Oslo Tower ist seit 8 Stunden online, das ist auch krass. NG Atman, welcome on board, and Vitaly, welcome on board as well. So, mach 1.6, nearly mach 1.7. So, we nearly can switch off the afterburners, and I have to reload my next waypoints quick. Very quick.
Continental 2 for takeoff runway 27. Danke für den Service und schönen Abend noch. So, takes off. So, ich hab 6. Okay. Chronometer on. Squawk of Charlie. Und take off. Afterburner off. Hattest du deine Trümmung jetzt hingekriegt? Ja, ich hatte einen Overspeed, einen fetten. Okay. Ich konnte sie nicht mehr hochtrimmen, das war ein bisschen doof, aber was soll ich machen, ne? Ja, es geht dann schon, du hast ja dann, ich habe ja diesen Knopf Max Climb. Und sobald ich dann mal mache 1.03 bin, kann ich den dann drücken, dann trimmt sich das wieder automatisch. Okay. Ich muss mal gucken, woran es liegt, ich weiß es nicht. Ich hatte das jetzt die letzten Flüge schon, aber ich hatte so viel umzustellen hier, weil mein S-Dog auch verrückt gespielt hat. Ja. Über dem ganzen Gedöns habe ich das dann vergessen. Ach siehste, da muss ich noch unbedingt meinen S-Dog-Profil abspeichern noch. So, jetzt bin ich gespannt. Ich starte mit Flex Power. Okay. Mit maximaler Rate. Das heißt, der Runway wird mit minimaler Marge ausgenutzt, um Energie zu sparen. Aber es funktioniert. Ja gut, dann bin ich mal gespannt. Positive Climb. Ja, ab. Oh, das sah doch gut aus. Ja. Hat gut geklappt. Speed. At Point S flaps up. Speed at green dot, switch to climb and switch autopilot on. Bist du denn jetzt bei bei Project Fly drin? Oder hast du das jetzt noch ja, nicht? Ja, doch, okay. Bin ich. Das ist ein Project Fly. Cool. Okay. Oh, ich habe noch nicht Fly Now gedrückt. Verdammt. Ja, das ist mir die Tage auch passiert. Das finde ich zum Beispiel so eine der Sachen, die mir nicht so gut gefallen bei dem Programm. Da will er, dass ich erst Parking Brake setze. Ja, jetzt war's jetzt. Das kannst du knicken. Das funktioniert nicht. Hatte ich die Tage auch. Das ist echt schade, aber der Flug ist weg. Condor, deine 2 Switch to Unicorn. Tschüss, danke. Naja, so lernt man nicht aus, ne? Das wirst du machen. Ja. Das hat natürlich den Vorteil, also wenn du jetzt diesen Simflight Manager nimmst, der startet ja automatisch, wenn du abhebst. Ja. Stoppt den Flug aber, wenn du bounced beim Abheben, ne? Das ja, beim genau. Simflight Manager hat natürlich den enormen Vorteil, du klickst auf Starten und der nimmt das einfach an, egal ob du jetzt einen Bounce hast oder nicht. Ja. Das ist natürlich der praktische Vorteil davon, aber das ist halt, du vergisst es unter Umständen tatsächlich, ne? Aber was cool ist am Simflight Manager, habe ich jetzt entdeckt, der hat eine History aller deiner Flüge. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß nur nicht genau, ob das mit zu dieser normalen. Es gibt ja zwei, wie heißt das jetzt? Oh, meine AirPlex darf ich nicht anmachen. Ich darf immer nicht vergessen, mich um meine Checklisten zu kümmern nebenbei. Ja, mach das eben. After Takeoff. Gear up, Spoilers disarmed. Das hab ich noch nicht. Das wollen wir auch mal eben welche machen. Das ist dringend. Ab 5 kmh auf Standard. Hä? Okay. Der hier. Ach, ich habe versehentlich die Einheit umgestellt. Das bis jetzt. Heute war es mal kein Storcher Start. Das bin ich schon sehr, sehr froh. Da hatte ich die letzten Male schon schlimmere Sachen. So, nach den Parking Breaks wirkt die. Ja, danke. Ich überlege gerade, wie ich dich immer ausspreche am besten. Swarorks, ist das so richtig? Ja, mit den Parking Breaks, ja, das muss ich mir merken. Mit dem Project Fly. Naja, ich benutze es heute auch erst zum zweiten Mal. Das ist jetzt wirklich Pech. So,
So, Autobreak. Tank 11, Tank 11, die are off, Tank 10, die are off, Tank 10 ist empty, 58.9, das ist fast perfekt, dann kann ich jetzt die öffnen, after trim, switch to after. Hey Swarks, was fliegst du denn sonst eigentlich, wenn ich dich fragen darf? So. Ja, ist gut. Du kannst übrigens, wenn du es hast und Lust hast, auch gerne in den Discord kommen. Tank. Oder musst du ihm den Link schicken? Oder kann das nur ich? Nö, das kann ich auch, aber ich warte erst mal ab, ob er überhaupt möchte. Ach so. Ich hab hier wieder Festbeleuchtung im Cockpit. Das muss natürlich auch nicht sein. Basic Human Engage. Das sieht doch etwas schöner aus. So, was sagt denn eigentlich mein Sim Flight Manager über meine Estimated Arrival Time? Der sagt, oh, noch anderthalb Stunden. Naja. Ich habe auch noch nicht meine Reisehöhe und Endgeschwindigkeit erreicht. Mal gucken, auch ich kann auch noch was tun. Ja, er misst das ja anhand deiner aktuellen Geschwindigkeit vermutlich, oder? Ja. So ein bisschen. Wir können ja den Coast-Index ein bisschen hochsetzen. Ich habe nämlich ein bisschen Reservesprit mit eingepackt. Ah, CRJ, fliegst du die neue von der Aerosoft, ja? Die hat, glaube ich, jetzt auch Blackbox mal getestet oder so, würde ich mir ein. Eben weg, mein Melder klingt los, hat einer bei dir gesagt, jetzt wo bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, das, naja, Six war das eben, habe ich aber schon verabschiedet gerade. Ja. Hm. Wie ist eigentlich mein Ton in meinem Stream? Ist das okay oder kratzt das noch so doof? Moment. Da muss ich den erstmal anmachen. Ich habe ihn jetzt wegen Discord ausgemacht. Ich stell dich. Ach ja, klar, stimmt, ja, richtig. Dann stell ich mal kurz Discord stumm, ich höre dich mal kurz nicht. Ah ja, okay. Ja, da muss ich jetzt hier natürlich irgendwas erzählen, sonst bringt das nämlich überhaupt gar nichts. Ja. Sieht gut aus. Mal eben hin. Fuel Panel gucken. Trimmung. 59, ja, perfekt. Besser kann es gar nicht sein. Eingestellt ist das alles richtig. Ein Traum. Sieht so gut aus. Ich konnte dich gut hören. Schön, das freut mich. Ja, das war echt ein Problem bei den letzten. Ich habe echt übersteuert, ganz extrem. Nö, du warst eher leise, aber nichts, was man nicht laut regeln könnte. Zu leise? Nö. Okay. Glaube ich nicht. Nö, dann ist gut, perfekt. Ich hab dich gut verstanden. Oh, super. Ja, ich hab jetzt auch nicht allzu laut gesprochen, also. Ach, meine Blocktime. Das muss ich in der Checkliste noch ergänzen. Nach dem After-Take-Off oder nach dem Line-Up, dass ich ich habe drei Chronometer, einen für Blockzeit, einen für Gesamtflugzeit und einen für Flugzeit sozusagen. Und, das ist immer ein ganz schönes Gewurstel. Und Daniel hat irgendwie angedeutet, dass du versuchst, mit Isabella zusammenzufliegen. ich glaube, er macht sich einfach darüber lustig, dass ich so viel mit ihr schreibe da. Könnte ich ketzerisch fragen, weiß Naomi davon? das habe ich ihr gesagt. Ja. Also, da habe ich
weil sie ja auch teilweise hier im, also manchmal guckt sie auch zu oder. Nach Naomi guckt ihr zu. Ich, das ist ja. Ja, ja. Gar nicht manchmal. Hm? Ja, ist, die ist anonym, die ist, die steht nicht in der Liste drin. Deswegen. Ja, Smaux, das verstehe ich, dass die, dass der A23 von FS Labs so teuer ist. Ich habe den mir halt irgendwann doch gegönnt, weil ich mit dem von der Aerosoft nicht klargekommen bin. Was aber damals an meiner Blödheit und Unerfahrenheit lag. Ich habe die MCDU immer fehlbedient und zwar auf eine Art, wie Aerosoft das nicht vorgesehen hat, was regelmäßig entweder zu nicht funktionierenden ILS-Landungen führte oder B, noch schlimmer, zu Abstürzen des Aerosoft-Airbus. Und naja, die hätten mich damals als Produkttester einstellen können. Weil ich es immer geschafft habe, das Ding zum Abstürzen zu bringen. Und dann habe ich halt Blackbox entdeckt und ihm bei seinen Streams zugeguckt und festgestellt, dass es eigentlich ziemlich, dass dieser FS Labs einfach nur genial ist und einfach die Vorstellung, ein realistisches Flugzeug zu fliegen, hat mich dann einfach angefixt. Naja. Und so macht's halt Spaß. Ich bin halt doch bei diesem Flugzeug hängen geblieben, obwohl ich zum Beispiel auch Concorde fliegen wollte. Also bin ich grundsätzlich auch noch, aber im Augenblick bin ich einfach dermaßen zufrieden mit der A320. Und hab da immer noch so viel zu lernen, trotzdem auf dem Flugzeug. Dass es noch nicht langweilig geworden ist. Hey, schicke Wolken. Bei mir oder bei dir? Bei mir momentan. Ich hab auch ein paar schöne Schäfchenwolken, so Fluffdinger. Ah ja, du fliegst du Echtzeit? Nee. Nein. Ich habe im Moment 21. Januar 2017 mit Historical Weather. Ja. Im A16. Ich bin gerade gestartet bei minus 1 Grad Außentemperatur. Krass. Ja. Das macht ab und zu auch mal ganz Spaß, einfach so zu anderen Jahreszeiten oder sowas zu fliegen. Das ist ganz nett. Ja, das verstehe ich. Svaux, hallo. Willkommen an Bord. Aber mit der Cessna bist du auch gut zufrieden, glaube ich, ne? Das findest du cool, das Teil. Finde ich cool, ja. Ich habe nur das Problem, dass ich sie aus dem Cult in Dark tatsächlich nicht ankriege. Ich mache noch irgendwas falsch. Mir ist eher die Batterie oder der Starter kaputt, bevor ich die ankriege. Ich merke dann immer, dass der Öldruck langsam steigt. Okay. Und kurz bevor er im grünen Bereich ist, es klappt irgendwie nicht. Ich habe auch mit Pumpen und dann Mixer hoch und runter, also so nach Checkliste alles gemacht. Ja, bei der Cessna. Oh, jetzt ist zwar auch doch versehentlich gegangen. Vielleicht kommt er ja wieder. Nee, der war, das ist bei mir gerade, der ist bei mir drin. Ja, ich hätte jetzt vermutet, der hat einen zweiten Tab aufgemacht. Ach so. Na, vielleicht schafft das sein PC nicht. Viele PCs schaffen das nicht, das habe ich die Tage mal irgendwie bei irgendeinem mitbekommen hier. Der muss immer wechseln. Jetzt ist er bei mir raus, jetzt kommt er bei dir bestimmt wieder. Ach so, na, ich kann auch. Mal gucken, oder er hat einfach kurz seine Internetverbindung verloren, das kann auch sein.
Mal sehen, was sagt jetzt die Flugzeit? 46 Minuten, na, das ist doch schon überschaubarer. Ja, sehr schön. So. Ist immer noch so ein bisschen ruppig. Im Moment habe ich aber noch 10 Knoten Wind, ja. Ja. Schön ruhig ist es nicht bei mir heute. Denn mein CG hier, meine Trimmung. Oh, die Tanks sind schon fast leer, das ist schön. Achso, hast du noch den Link? Wie war denn dieser Link zu diesem Multistream? Multi-Twitch, ach ja. Multi-Twitch war das, genau. Die Frage, ob das weniger Bandbreite braucht. Nee, das braucht genauso viel letztendlich. Okay. Ja, es war Orks. Ich würde dir das vielleicht bei Gelegenheit einfach mal zeigen mit der Cessna. Jetzt bin ich natürlich am Fliegen. Das Wochenende dann unterwegs. Aber es kommt definitiv dann in Kürze einfach nächste Woche. Vielleicht bietet sich's ja mal an, dass wir uns mal wieder begegnen und dann. Ja, ich fliege ja jetzt nach Norwegen mit der A320, witzigerweise, weil ich dort mit meiner A2A mir die Norwegen-Szenerie von OpX ansehen möchte. Ich habe sozusagen die A2A Cessna auseinandergenommen, in die Airbus reingepackt und nehme die mit. Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben beim Loadsheet ordentlich gemacht. Oder hast du das auf die Passagiersitze verteilt, das Ding? Ja, ich habe es einfach voll gemacht. Oh mein Gott. Oder ich habe hinten ein Seil rangemacht und dann wird es einfach mitgezogen. Oh mein Gott. Das machen die übrigens in England mit ihren Wohnmobilen. Die hängen hinten ihr Auto an das Wohnmobil dran. Mit so einem Stangengelenk-Ding irgendwie. Sieht ganz wild aus. Aber das machen ganz viele da. So. Macht 202, 51.000 Fuß. Engine Flight Rating to Cruise. Ich gehe mal ganz kurz, oder ich kann ihn ja mal einladen hier. Ich schicke mal den Link. Das ist der Link von Concordex Discord-Kanal. Ich kann dir nachher auf jeden Fall noch die, den von meinem Kanal noch schicken, das ist auch gar kein Problem. Ja, okay. Ja, ich rede auch gern. Und du bist auch jederzeit herzlich eingeladen. Traumhaft. So, Dölle. Ach so, ich muss mal gucken, was sagt denn
Wie weit habe ich denn bis zum Top of Descent? Ach so, auch noch 300 nautische Meilen. Naja, das dauert noch. Sehr gut. Weil der hat wieder solche utopischen Top of Descent Werte. Das ist wieder so kurz vor knapp, will der erst, dass ich in Descent einleite. Ich vertraue dem irgendwie nie. Hm. Ja, das ist, ja, obwohl der, ich weiß nicht, was hat denn der A320 für Descent Rate so? Normalerweise, ich denke mal so, um die, ich weiß es nicht, gestiegen bin ich vorhin mit 3000. Okay. Oh, das ist schon recht viel. Also ich habe noch einen Knopf, mit dem ich die Sinkerate einfach maximieren kann oder die Steigrate. Den hatte ich vor kurzem entdeckt. Das ist sehr, sehr praktisch. Wenn man den TOD-Ball wieder verpasst hat. Ja, ja. Ne, beziehungsweise einfach der komisch berechnet ist. Ja. Wird wahrscheinlich stimmen, die Berechnung. Oder aber ich habe in meinem Flight Planner irgendwas noch dann falsch gemacht oder so. Aber... Naja, ja, ich habe das teilweise aber auch, dass der dann komisch erscheint, aber irgendwie es passt eigentlich immer. Ich habe beschlossen, dass ich spätestens zu meinem 40. mir dann diesen A320 Simulator in Leipzig gebe. Aber das war nicht der Link, den du mir geschickt hattest, oder war das der doch? Doch, das war der. Ah, okay. Also gut, es war so ein Coupon-Ding, wo du Rabatte kriegst, aber... Hier in Mülheim steht auch einer, in Essen-Mülheim. Mhm. Ah, das ist ein offizieller sogar. Na, der, weiß ich nicht, ob der offiziell ist, aber der ist zumindest auch am Flughafen Halle-Oppin und er hat ein weitgehend echt aussehendes Cockpit, von daher. Ja, das stimmt. Und die haben auch damit geworben, dass man damit sämtliche Fehlerfälle simulieren kann und so, also vielleicht ist es ein offizieller. Mal schauen. So, Augs, normalerweise stelle ich einfach nur meine Zielhöhe ein und den Sinkflug regelt er selber mit dem Tempo, dass es dann schafft. Aber wenn ich das hier so sehe, ich habe echt nicht mehr so schrecklich viel Strecke. Obwohl, ne, ich habe jetzt hier 320 nautische Meilen eingestellt. Okay, nee, ist schon noch ein ganzes Stück. Ich komme gleich wieder, ich hole mir kurz was zu trinken. Jo. Okay, ein anderes Kaliber, inwiefern? Das lasse ich mir gerne erklären. Ich vermute, dass die ziemlich wendig ist, weil sie nicht besonders groß ist. Vermutlich braucht die auch eine relativ hohe Landegeschwindigkeit. Bei dir ist ja heute auch relativ ruhig, muss ich sagen. Ja, ist tatsächlich ruhig. Vorhin war mal richtig viel los und jetzt ist so ein bisschen abgeflaut gerade. Ist aber auch nicht schlimm. Nö, ach, ich sehe das auch immer ganz entspannt. Ich hatte zwischendurch immer mal jemanden da. Ach so, viel manuell muss man bei der CAJ machen. Mhm. Okay. Na gut, da ist der A320 natürlich eher so das Playmobil unter den Großflugzeugen. Boah, das schaukelt hier, mir wird schon beim Zugucken schlecht, ey.
Oh, da muss ich da mal reingucken bei dir. Das hört gar nicht auf. Oh ja. Hm. Kann das auch am EZ-Dock liegen? Ja, möglicherweise, aber eigentlich eher nicht. Das ist eigentlich relativ ruhig eingestellt. Oh, ist aber ein bisschen nicht schlimm. Ein bisschen Bewegung. Tut sich. Hello, Amazing. Auch nicht weh. Welcome on board. Ich ärgere mich, dass ich meine früheren Flüge nicht nach YouTube exportiert habe. Ja. Machst du das mittlerweile? Nicht immer. Aber wenn ich mal dran denke, sozusagen, muss ich mal nachholen. Das übliche Phänomen. Es kommt jemand, ich begrüße ihn, er geht wieder. Das hat mir die Tage schon mal einer erzählt. Wer hat das denn? Ich glaube, Don erzählt das auch immer. Alle, die ich begrüße, verschwinden irgendwie wieder. Hm. Naja, wenn sie es nicht wollen, sollen sie wieder gehen. Das ist schon okay. Ich finde es ja schön, sich mit den Leuten zu unterhalten. Ich fasse es mal kurz zusammen. Die CRJ kann eine ziemliche Zicke sein. Cool. Streamst du eigentlich auch, Svaux? Oder bist du mehr so der Stream-Gucker, wenn du abends auf der Couch oder im Bett liegst? Ah. Wäre auf jeden Fall mal interessant, mal so einen Flug zu sehen von der CRJ. Mit der Cessna habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht, aber ich werde mir kein Flugzeug kaufen, bis ich mich nicht mit der Komfort beschäftigt habe. Das habe ich mir gesagt. Ich schwöre und verspreche es nicht, aber ich nehme es mir vor. Naja. Also wenn du, Matthias, wenn du loslegen willst damit, dann musst du Bescheid sagen, ne? Dann, da kannst du dich drauf verlassen. Allein, ganz alleine quäle ich mich damit nicht. Dann müssen wir uns da abends irgendwie Zeiten zu finden. Also ich werde das versuchen, jetzt ab jetzt jeden zweiten Tag zu streamen, also wirklich ganz stringent. Dass ich da nicht immer so große Lücken drin habe. Ja, das Problem ist, man kommt aus dem Gedächtnis der Leute wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen. Ja, genau. Ist einfach schade dann. Sushi hat jetzt auch... Oh! Welcome, Gewitterfurzer. Wie bitte, was? Nicht wirklich, oder? Das ist doch, das ist ein richtig schöner Nickname. Frag doch mal, vielleicht ist der oder diejenige verwandt mit Kindermomo. Ich hoffe, du gehst dich gleich wieder, weil wir dich angesprochen haben, aber wir freuen uns einfach über diesen Nickname. Ja, damit muss der oder diejenige rechnen, also. Finde ich, oder? Doch, ja, doch. Naja. Du legst ja, glaube ich, fast schon darauf an. Ja, genau. Svaux, erzähl mal, was macht man da zum Beispiel manuell bei deiner Zicke? Was könnte das sein? Manchmal so manuell was. Zum Beispiel. Ich weiß ja nicht. Hast du damit auch schon mal eine Cut 3 Autolanding hinbekommen mit der CRJ? Wenn die das überhaupt kann, aber muss sie ja eigentlich. Aus. Ich glaube, man konnte die Dieselrate auch klar einstellen irgendwo. Ach, wo ist mein Normal Procedures Buch? Da stand doch was. Kein Autotrust. Oh! Die Dieselrate muss ich selber einstellen und der Autopilot ist der reinste Horror. Bombardier eben. Okay. Das wusste ich auch nicht.
Köln, Spotter, welcome. Schön, dass du da bist. Verdammt, noch eins, ja. Ich sollte aufhören, so viel an meinem S-Dog rumzuspielen. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Es ist doch toll. Die wird langsam schlecht, hä? Das Gewackele hier. Ja gut, aber ich habe irgendwie... Naja. Wie 11 Knoten Wind die ganze Zeit hier am... Das ist doch echt okay. Nicht so toll. Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, da irgendwo kann ich mir Wetter anzeigen lassen in den Höhen. Sagen, 11 Knoten ist doch gar nicht so schrecklich viel. Nee, das ist nicht wirklich viel. Ich habe von hinten links 40 Knoten. Wow. Das ist schon ja gut, ich bin ja auf irgendwie 53.000 Fuß, da ist nicht mehr so viel mit Wind. Ja. Eigentlich dürfte hier oben kein großes Wetter mehr sein. So. Klein, groß, Descent Adjustment. Da war doch irgendwo was. So, wo bin ich denn hier? Was hatte ich gerade gesagt? Wo bin ich? 53.000 Fuß? So bei 9? Mhm. Ja, das ist minimal eigentlich. Startschuss ist nach wie vor normal. Der Druck sieht gut aus. Ich guck mal zwischendurch in meine Kabinen. Condition 24 Grad ist auch gut. Oh, Gewitterfurzer ist weg. Nee, echt? Ne, ich sehe ihn noch zumindest. Aber ich kann mich da auch an. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf Norwegen, auf die Szenerie. Ich ja, du siehst einen Teil, siehst du ja gleich schon, wenn du da. Na klar. Nur im Dunkeln. Am Anlanden bist, 4 bis 5. Mhm. Oh, das ist das Stichwort. Landing Preparation. Kann ich ja schon mal machen. Ich könnte den Jane-Faktor einfach mal ein bisschen runterdrehen. Mal sehen, Oslo ist immer noch online. Ich wette, der wartet jetzt noch, bis ich komme. Mal sehen. Was sagten die Meta dort? Ich habe Wind aus 200 mit 2 Knoten. Auch das ist ja freundlich. Decent Approach. Ein QNH von 1008. Temperatur von 12 Grad. Und 200 bei Knoten. Tja, Minimum steht hier immer nicht. Da brauche ich immer die Charts. Visibility. Ach Gott. Sichtweite kommt nach dem Wind. Ich muss das immer noch ein bisschen üben ab und an. Das gebe ich ganz offen zu. 4x9, also ich habe gute Sichtweite. Über 10 Kilometer. Jo. Und 8000 SE dahinter, was ist das nochmal? Sichtweite in Metern und Himmelsrichtung. SE Südost. Wozu brauche ich eine Himmelsrichtung in bei der Sichtweite? Ich habe hier immer so eine Legende für die Meta, dass ich da jederzeit nachgucken kann. Ja. Der Approach in Leipzig, oh ja. Ich hoffe, heute wird's besser. Schön, dass... Aber der ist hier in Erinnerung geblieben. Ach, der Pro. Ach, meinst du, das war doch der Flug, wo ich null Sicht hatte, kann das sein? Wo ich die Landebahn erst wenige Augenblicke vor der Landung gesehen habe, oder? Und da habe ich vorher noch diverse S-Kurven geflogen, soweit ich mich erinnere. Ah, war das so ein Randomset Approach? Er hat RR geschrieben, aber bitte nicht wieder.
Ja, von München nach Leipzig, genau. Der war witzig. Na, heute habe ich die MCDU komplett von Hand programmiert. Pandemie, guten Abend, hallo. Und bin da eigentlich sehr guter Dinge. weil der auch keine Flight Discontinuity hatte, dass ich an der ich irgendwo was ändern musste. Und daher gehe ich erstmal davon aus, dass alles klappt. Ich kann die Flugroute ja nochmal prüfen. Ich habe auch festgestellt, wenn ich eine Discontinuity habe, dann klappt es auch mit dem Autopiloten oft nicht. So, ich bin auf Flight Level 225 und dann muss... Zeigt er hier 225 nach 32 nautischen Meilen 120. 100. Na, ich fliege ja auch hier hinten auch noch irgendwelche lustigen Kurven. Das heißt, wenn ich hier mal auf Plan gehe und mal auf Airport, dann. Und jetzt ändere ich mal die Darstellung auf 20 nautische Meilen. Da sehen wir meinen Anflug. Oh, da muss ich sogar noch größer gehen. Ich fliege ja noch einen ziemlichen Kringel nach Norden. Ja, das wird passen. Wir versuchen uns mal dran zu halten. Ja, das weiß ich auch. Aber ich habe da hatte ich eben festgestellt, dass es manchmal dann trotzdem nicht geklappt hat in dem Flight Computer. Dann. Oder ein Problem ist auch, wenn ich von Simpri fertige Routen reinlade, so ein bisschen russisch Roulette, ob das klappt oder nicht. das Reinladen klappt immer, aber ob der dann wirklich das macht, was er soll, da verlasse ich mich jetzt lieber nicht mehr drauf. Wenn ich es von Hand eingebe, ist die Erfolgsquote besser, dass er nicht so in den Müll fliegt. Ein Hoch auf mein INS-System. Da gibt's eh nur GPS-Koordinaten. Witzigerweise gibt's die GPS-Koordinaten von Simbrief ja auch. Apropos Simbrief, ProjectFly bietet ja auch eine Flugplanung per Simbrief an, ne? Ja, wer? ProjectFly. Was ist das? Na, dieses Programm. Das Programm für Flugpläne, wovon wir vorhin geredet haben, wo ich zu spät auf Start gedrückt habe. Ach, ProjectFly meinst du? Ja, aber da musst du dich trotzdem auch bei Simbrief anmelden, ne? Echt? Du brauchst einen Simbrief. Ja, du brauchst einen Account. Ja, du brauchst irgendwie den Simbrief-Account, glaube ich. Ach so, ich war im Hintergrund vielleicht eingeloggt. Das wird wahrscheinlich so sein, ja. Das ist egal, ich mach das. Du hast ja meinen Account noch, oder ich kann ihn dir auch gerne nochmal geben. Boah, ja, klar. Aber wie gesagt, ich komme mit diesem Little Nuff Map eigentlich ganz gut klar, weil für mich reicht das. Ich habe ja nicht. Ja. Ich brauche keine Wetterdaten, ich brauche keine Winddaten, ich brauche keinen Fuelplan. Das ist ja für mich alles irrelevant. Ich brauche ja wirklich nur die Streckenpunkte und dann reicht das Programm für mich völlig aus. Das macht dann schon mehr als genug. Netterweise spuckt es mir dann den Flugplan dann noch für ProjectFly passend aus. Oder brauche ich den dann nur noch einfügen und dann ist das in Ordnung. Ich muss sagen, ich nutze jetzt auch Little Nav Map, weil es super ist, um sich einfach auch am Boden zu orientieren. Das stimmt. Ja, das stimmt. Hier rüber, darüber, da muss ich nicht immer die Originalcharts ja, das stimmt. Und dann das irgendwie auf mein Sichtfeld zu übertragen. Es ist natürlich weniger realistisch, als das nur nach Charts zu machen. Das stimmt natürlich auch, aber naja, gut. Aber haben die modernen Flugzeuge nicht mittlerweile auch so, so Taxi-Charts, wo die denn jetzt den Flugzeugpositionen drauf sehen, ähnlich wie beim Navigationsgerät? Normalerweise haben die Piloten ein iPad. Oder ein iPad, genau, irgendwie sowas. Ne? Das klemmen die dann noch daneben ein. Der Co-Pilot hat das rechts eingeklemmt, meist kann dann direkt gucken. Meistens macht der ja auch einen Funk, soweit ich das jetzt aus irgendwelchen YouTube-Videos gesehen. Little Nav Map, ja, das ist ziemlich cool. Wir haben ja noch einen Moment. Ich stelle mal auf Fenster, warte mal, auf Bildschirmmitte um. Übergang. Zack. Und dann kann ich dir das gerne mal zeigen. Mal sehen, das dürftest du jetzt sehen. Ein kostenloses Programm, von einem Enthusiasten programmiert, kannst du sagen. Das lädt sich dein Flugsimulator komplett, deine ganzen Szenerien und alles, aus dem Flugsimulator nach Points und so. Und dann kann man hiermit arbeiten. Und hier siehst du auch,
weil ich immer schön lade meine ganzen Flug aus Dubai, was ich seitdem hier so zusammengeflogen bin. Nach Leipzig und wieder zurück und München, diverse Innsbruck-Kringel und jetzt der Flug in Richtung Norwegen. Oh Mann, so weit sind wir schon. Cool. Jetzt fliegen wir übers Meer. Und das geht halt so weit, dass ich auf dem Flughafen sehen kann, welche Taxiways und wie heißt die Gates und General Aviation Parkplätze. Ja, das ist total klasse. Das Programm hat irgendwo Carsten, also Concordix entdeckt und das ja. Ist einfach nur genial. Purer Zufall. So. Und jetzt wollte ich in den Charts, ach, das kann ich ja auch über den Bildschirm machen, das ist auch kein Geheimnis. Dann gucken wir mal in den Charts, ENGM. Nach meinem Minimum. Oh, da war ich noch, habe ich noch gar nicht geladen. Das letzte Mal bin ich nicht so weit gekommen. Wind aus 200. Hat er denn auch gesagt, was ich für eine Landebahn habe? Runway? Komischerweise hat er das in seiner Meta vergessen. Also die Division Norwegen ist vielleicht nicht so streng wie die deutsche, könnte ich mir vorstellen. So, ENGM. Ich habe doch gesagt, ja, ich lade es runter, bitte. Okay, ist schon. Oslo, her damit. Download Manager. Achso, der installiert noch. Hier. So, ILS. Dann müssen wir die 19 rechts nehmen. Die ist nämlich am längsten. Und ich habe ein Cut 1 Minimum von 880. Und genau das trage ich jetzt hier ein. Approach 880. Das liegt hier sogar relativ hoch. Ah gut, Norwegen hat doch die ein oder anderen Berge. Ja, die EVAO-Charts sind auch gar nicht schlecht im Allgemeinen. Man sucht halt manchmal nur ein bisschen, finde ich, oder? Ja. Ja, aber die haben auch nicht zu jedem Airport eins, oder? Nein, nicht die deutsche Division, aber die jeweilige Landesdivision zu ihrem dann schon. Man muss dann halt, wenn man irgendwo hin will, dann auf den jeweiligen Divisionen gucken. Aber EVAO hat gerade eh eine riesengroße Krise. Mit der neuen P3D-Version, weil die MTL-Libraries nicht kompatibel zu machen sind, ohne Urheberrechtsverletzungen zu machen. Ach du Scheiße. Das Problem ist, das ist ja die große Stärke bisher von P3D gewesen. Nee, von EVAO, dass man sozusagen fast 10.000 Flugzeuge oder so hatte als MTL-Library, die seit FS9 kompatibel ist. Ja. Gewesen ist und man wirklich jeden Flugzeugtyp von einer Community da bereitgestellt gekriegt hat, aber P3D V4 hat halt alte Zöpfe abgeschnitten und die Abwärtskompatibilität aufgehoben. Und das sorgt jetzt dafür, dass die alten Flugzeuge nicht mehr angezeigt werden. Man könnte die zwar auf 64-Bit-Ebene bringen, aber dann braucht man halt keine 10 GB mehr, sondern eher 30 GB für die MTL-Library oder noch mehr, haben sie geschrieben. Und die müssten theoretisch jeden einzelnen Urheber oder Livery-Hersteller anschreiben und um Genehmigung fragen, dass sie das umwandeln dürfen. Oh, und das Problem ist aber, dass selbst wenn das ginge, die würden nicht alle antworten und darüber hinaus leben auch viele nicht mehr. Einfach weil das FS9, von wann war das? Da sind viele alten Enthusiasten. Bei 9000 Liveries kannst du nicht davon ausgehen, dass da alle noch erreichbar sind oder noch da sind. Oh je. Und mit der jetzigen EVAP-Version im P3D V4 ist es praktisch fast nicht lösbar, das Problem. Okay. Und die Community total frustriert und sagt, jetzt wird EVAO total viele Nutzer verlieren, wenn man keinen Traffic mehr sehen kann, was macht denn das dann für einen Sinn? Okay, das macht im Endeffekt ja gar keinen Sinn, weil das ist ja gerade das... Hello, Mr. Ja. Wise Guy, welcome on board. Aber das ist ja genau das, was du ja eigentlich haben willst, ne? Du willst ja den Traffic sehen. Das macht ja das Online-Spielen dann aus. Genau.
Ah, das ist natürlich scheiße. Oh, noch 20 Minuten Flugzeug, ne? Das ist Flugzeit. Boah, das ist doch super. Wie lange bis zum Top of Descent? Guck mal nochmal. Noch 97 nautische Meilen. Das ist meistens der Punkt, an dem ich dann schon anfange, trotzdem den Descent einzuleiten. Aber ich gebe ihm mal noch eine Chance. Versuchen das heute mal, wie er das möchte. Auch wenn das oft nicht geklappt hat. Ach, in der V3. Ja, da hatte ich vorhin auch keinen Traffic. P3D V3, aber da kann ich dir helfen. Eigentlich. Als ich vor 2 Tagen dort geflogen bin, hatte ich Traffic von EVAO in Innsbruck. Auch ziemlich frechen Traffic, der direkt vor mir, obwohl ich das in Unionicom alles angekündigt habe, ist der einfach vor mir auf die Bahn und hat mich abgeschnitten und ist losgestartet. Echt dreist. So, ich habe einen Gleitpass von 3 Grad und ein Initial. Giuseppe Risi, danke fürs Follow. Thank you for the follow, Giuseppe. On intercept altitude and welcome on board. Oh, S-Fighter sagt hi. Sehr schön. Jetzt ist er wahrscheinlich zu Hause. Ja. So, mal einmal hinten nach meinem Fuel Panel gucken. Heute ist nämlich ein Fuel Panel Tag. Das war schön damals. Oh ja. So. Ich muss mal gucken, ob ich ausbalanciert bin hier. Vor allem 4, 6, 20, 3, 5, 60, 3, 9, 4, 7, 3, 1. Das kommt hin. EVAO-Mitglieder. Ja, aber noch. Also, ich bin noch ganz im Anfangsstadium und Rent-A-Set hier ist da schon ein ganzes Stück weiter. Seit Januar bin ich bei EVAO. EVAO hat mich wieder zu meiner Flugsucht getrieben, kann man sagen. Und Schatten bei Flugzeugen aus. Nee, ich fliege definitiv nur, werde glaube ich auch nur fliegen und du, Matthias, fliegst auch nur, ne? Oder lotst ja. Du auch? Du lotst nicht, ne? Ich habe mal Probe gelotst sozusagen, aber ich lotse nicht, nee. Okay. Aber ich habe die Oberfläche schon mal gesehen und mal Platzrunden dirigiert aus Spaß. Aber nichts, was ich mir jetzt einfach so trauen würde. Ah, ich habe sogar ein paar Wölkchen da vorne. Hm. Die habe ich auch. Ah. Also auf dem Radar sozusagen, meine ich. Zeig dir die auch mal an jetzt. Oh. Davor nicht. Ich habe kein Radar. Ich habe Fenster, da kann ich rausgucken. Ja. So. Descent Wind ist schön von der Seite. Die Approach Page haben wir komplett gemacht. Ach so. Allerdings muss ich zugeben, kenne ich mich mit der Go-Around-Seite nicht besonders gut aus. Da habe ich noch nie was verändert. Thrust Reduction. Reduction. Jetzt könnte ich
Muss ich mal lesen, was man damit macht. Thrust Reduction Altitude und ACC Altitude. Was ist ein ACC? Giuseppe, bist du denn auch bei IVAO Mitglied oder warum fragtest du gerade so interessiert? Svarx, beziehst du das gerade auf meine Checkliste? Roaming Path? Bin jederzeit offen für Vorschläge. So, wir haben einen langen Runway, da können wir schon mal Autofrag auf Low setzen. Decent Clearance brauche ich nicht, ich habe ja kein ATC jetzt mehr. Ja. Schade, dass der offline gegangen ist, ne, aber naja, nicht so schlimm. Der hätte ich kommen sehen. Ja. Hat sich gedacht, oh! Er macht immer so komische Approaches, das lasse ich mal lieber. Oder wird sich gedacht haben, oder er hat vielleicht auch gegen deutsche Approaches. Ja, das könnte vielleicht sein, ja. Ich bin die Tage zum allerersten Mal eine ordentliche SID geflogen. Cool. Beim Anflug auf Charles de Gaulle. Das war aber schon. Nee, Anflug, dann bist du in eine Star geflogen. Entschuldigung, meine ich doch, ja. Sorry. Das war aber schon ein Highlight, weil ich muss ja dann während des Fluges die Wegpunkte von Hand eintippen in das Navi. Oh ja. Also das war schon ein Highlight in all corners. Ja. Nicht schlecht. Oh ja, das ist natürlich krass. So, damit ist die Descent Preparation fertig. Ich würde es mal die Speed reduzieren. Für den Descent ist es, glaube ich, ganz gut. Meine Star, mal gucken. Nochmal, wie die heißt. Die heißt Luni 4M. ENGM. Flight Level 240. Descent to Flight Level 040. Vaya Luni 4M.
So. So, jetzt initiiere ich den. Ich mache den lieber ein paar wenige Meilen vorher schon. Ich habe lieber noch ein bisschen Reserve. Ray, hi, moin, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich auch, Rain. Schön. Lange nicht gesehen, kann man sagen. Ja, das kann man sagen. Ich frage mich manchmal auch. Naja. Es ist und bleibt Flugsimulation. Da ist es offenbar nicht die das ist mit Sicherheit nicht die spannendste Form des Streamings. Das hat er ganz gut und selbst mal einen Start an einem Flughafen, der die Concorde kennt. Ach so, weil ich heute in den Charles de Gaulle losgeflogen bin. Ja, stimmt, genau. War mal was Feines. Ich hasse allerdings, ich mag den Flughafen nicht so gerne, weil der zum Taxi ist der wirklich. Weil das so ein Riesenflughafen ist, der ist echt nicht so schön. Aber okay, ich hab's gefunden, alles. Das verbrennt immer schon viel Spaß. Oh, das Ding ist ja riesig, das hat ja 4 Landebahnen, das Teil. Also das ist schon eine Hausnummer. Ich erinnere mich an meinen ersten Concorde-Flug, wo ich dann auch erstmal 20 oder 15 Tonnen verbrannt habe, bevor ich dann auf dem Taxi war. Weil ich so lange die Knöpfe gesucht habe. Ja, genau. 3 Stunden von Start bis, also von Simulator anmachen bis zum Taxing. Oder bis ich dann an der Bahn war, war das, glaube ich. So ein ganzer Abend, den ich da rumgefummelt habe. Ja, das stimmt. Da war ich da auch dabei, glaube ich, ne? Ja. Zum Teil. So mehr oder weniger zu, hier und da, ne? Genau. So. Flightplan. IDAX 222. Mal sehen, ob er das alles schafft hier. Ja. 32 nautische Meilen, runterkommen auf 120. Ja, das ist alles. Das schafft er. Noch 3 Tonnen Sprit an Bord, das ist auch mehr als genug. Also, alles. Heute ist, sieht erstmal alles verdammt aus. Oh, aber ich komme ziemlich ähnlich rein. Mit einem anderen. Also, so eine. Keine Ahnung. Der hat eine ETA von... Dasselbe finde ich auch. Ich habe mit T2G Paris gekauft, benutze es aber nicht so wirklich, weil die Taxiways noch nerviger sind als die in Amsterdam. Und es soll schon was heißen. Also alles, was nerviger ist als Amsterdam, ist ja schon fast nicht mehr machbar. So. Oh ja, mit 5 Minuten Versatz lande ich. Ich bin 5 Minuten fällig vor einem anderen. Es wird auf jeden Fall spannend über Unicom. Da sollte ich mal besser meinen T-Card anmachen. Und... T-A-R-A und... Auf 20 nautische Meilen, das müsste eigentlich reichen.
Ach so, eine Beechcraft, okay. Super, dass du das schon gecheckt hast. Ja gut, ich habe auf die ETA geguckt, die ja anzeigt bei dem Inbound, bei der Inbound-Tabelle, und da steht dann drin 22:29 UTC ETA. Wie genau die Zeiten natürlich sind, weiß ich nicht. Muss man sehen, ob der da ernsthaft immer die. Er zeigt ja nur die Direktlinie an. Von daher bin ich mir da auch nicht sicher. Die spannende Frage ist, wo ich dann als nächstes fliege, ob ich dann von Oslo mal nach Stockholm vielleicht oder so mal in die Richtung weiter gucke oder über den Teich Richtung Island, ja auch mal eine Variante vielleicht. Mal schauen. Ach so. Dann machen wir die ersten Landevorbereitungen. Break-Abend. So. Jo, dann kann ich hier die Aftertrim ausmachen. Im Status normal. 400, 140, 300. Oh, ich habe rechts eine Tonne mehr drin als links. Ist das wahr? Oder ist es viel, ne? Ach, das drückt sich ins Guard. Oh ne, komm, das muss ich irgendwie darüber wurschteln hier. Ja, für FS3-Rating musst du eine Prüfung machen. Das kriegt man nicht durch Flugstunden leider. Oder was ist leider, ja, aber hatte ich eigentlich vor, das irgendwann mal zu machen, aber seit Kind 2 hat sich das mit den Prioritäten noch mal ein bisschen verschoben, oder der Zeit vor allem. Aber es ist vielleicht das für ein Winterprojekt oder so, mal gucken. PS Primary, da steht auch von der Descent Checklist. Man guckt, dass hier GPS Primary steht, um die Präzision zu prüfen. Interessant. Ach so. Prüfen, dass die Nav-Aids gesetzt sind. 111,3. Was sagt Navigraph? 111,3. Ja, das ist die ILS-Frequenz. Kurs 193. 193 stimmt auch mit dem Chart überein. Check. Wie gesagt, 500 Kilo, ne? In etwa. 200 habe ich schon drüben. Lass mal nochmal beobachten.
So, ich bin Wegpunkt 3 nach Wegpunkt 4. Dann muss ich 4 nach 5 muss ich nachladen und dann sind es so noch 633 nautische Meilen. So, Landing Lights. Angeschnallt müssen sie, sollten sie die ganze Fahrt bleiben. Ab 10.000 Fuß setzt man den Baro-Wert. Und können das Landesystem aktivieren. Ah, ist ja spannend. Man setzt im Initial Approach den Engine Mode Selector auf Ignition, wenn der Runway durch stehendes Wasser oder starken Regen beeinträchtigt ist. Das ja, wahrscheinlich, weil die Schüsse haben, dass das Triebwerk sonst ausgeht. Hm. Beim Retard oder so. Wahrscheinlich bremst der Starkregen oder Wasser dann die Turbine oder so. Ja, ja, oder einfach, naja, Wasser und Feuer ist ja auch nicht so prall jetzt. Das geht einfach ja, ja. aus, das Ding. So. Landing System. Korrekt, wegen Flameout, nicht wegen Rings, wegen Flameout. Also Ray sagt gerade wegen Flameout, also wirklich das Wasser löscht dann, wenn du Pech hast, wirklich die das Triebwerk dann. Ach so. Okay. Hm. Naja, es ist doch schön, wenn man mal nicht so gestresst ist und sich mal wirklich in aller Ruhe mit den Checklisten. Ja, das stimmt. Und das Kleingedruckte mal lesen kann. Nicht mehr lange. Interessanterweise hat er jetzt den Sinkflug kurz unterbrochen. Bis GM453. Und danach sinkt er erst weiter. Naja, wir vertrauen ihm heute oh, mal. Oh, Fekwent, hi, welcome on board. Ray sagt, in der 7-3 sind die bei der Landung immer auf Continuous. Auch wegen Flameout. Mhm. Aha, interessant. Hm. Na dann. Machen wir das doch einfach mal. und... Ray, weißt du auch, wofür der Mode Crank, C-R-A-N-K, ist? Den kann ich zwar einstellen, aber ich habe keine Ahnung, wofür der gut ist. Jo, scheiße, das lässt schon mal hoffen. Für Engine Tailpipe Fire und sowas, wo die Turbine einfach nur Motoren willst, was immer du damit meinst. Was? Failed Engine Start im Allgemeinen. Ach so. Das heißt, wenn die Engine irgendwie einen Fehler hat, dann kann ich die darauf irgendwie sowas wie einfrieren oder auf irgendeinen Modus setzen, bis dann was passiert. So, jetzt muss ich hier mal den Maßstab ändern. So. Jetzt guck ich mal eben. Im Leerlauf sozusagen. Aha. Schreibst du. Varox. Ja, das könnte sein.
Abend. 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 Hi. Ich habe mich mal einmal hier reingesetzt, um das mit dem Crank-Ding nochmal zu erklären. Die Idee ist folgende. Wenn du irgendwie ein Failed Engine Start hast, hast du ja potenziell noch irgendwie eine Art von Fuel in der Turbine drin, der nicht verbrannt ist oder ähnliches, der das Ding aber sehr behindern wird, wenn du es nochmal versuchst zu starten. Ja. Deshalb muss das erst vorher alles da raus. Und man kriegt das da raus, indem man die Turbine sich drehen lässt. Und das ist okay. Der Crank-Modus, ja? Das, dafür schätze ich, wird der da sein. In der 7.3 hast du halt Ignition und Dings getrennt. Im Airbus nicht, deshalb brauchen die einen Schalter dafür. In der 7.3.8 macht man das in derselben Stellung, womit man es auch startet. Bloß halt ohne Fuse-Switch. Okay. Ah, super. Na, dann verstehe ich das auch schon etwas besser. Klasse. Concordix, du kannst, wenn du möchtest, einen Link schicken zu meinem Stream, falls jemand jetzt Lust auf eine A320-Landung hat. Oh ja, gerne. Moment. Da. Und dann muss ich machen da. Dauert jetzt ein paar Sekunden. Alles gut. So, gleich mal die Approach-Charts von Dakar angucken. Ganz dringend. Was lachst du so? Das ist nicht witzig. Ich kenne das Gefühl. Was? Dass ich mir mal ganz schnell irgendwelche Charts angucken muss. Nein, ich habe ein bisschen Zeit, habe ich noch. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Alles wird gut. So, erstmal lade ich jetzt meine nächsten Wegpunkte hier. Bevor ich das wieder vergesse, ne? Zack. So. Dann schau ich mal eben. Bin ich ja auch gespannt. Jetzt verstehe ich erstmal diesen blauen Pfeil sozusagen. Der hält jetzt die Höhe bis zum blauen Pfeil und danach startet er wieder den Descent. Mit dem automatisierten Dings. Ah, coole Sache. Und nachher mit der Rechtskurve interceptet er dann das ILS. Da muss ich dann rechtzeitig den Approach-Button drücken. So, Performance-Check nochmal. Er ist noch im Descent. Und ab einer Höhe von 4000 switcht er automatisch um. Jetzt steigt er. Ah, super. Das sieht auch alles gut aus. Barometer-Wert hat sich nicht verändert. Jetzt ist die Sicht noch bescheiden, aber ich gehe einfach mal ganz optimistisch davon aus, dass es einfach nur Wolken sind. Die dann in Kürze weg sind. So, irgendwie doof jetzt hier. Warum macht er das mit mir? Oh, jetzt hat sich mein S-Stock wieder aufgehängt. Ich hab's geahnt, ey. Und über Add-ons Disable, Enable hilft da auch nicht, oder? Ja, das Problem ist, ich weiß noch nicht genau, warum er das tut. Der aktiviert mir irgendwann halt eben, dass ich, also normalerweise hältst du jetzt irgendeine Taste gedrückt und kannst dich dann im Cockpit umgucken.
Okay. Ich kann das jetzt machen im Moment, ohne dass ich eine Taste drücke. Ja. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum. Was jetzt natürlich zum Nachteil hat. Ich hatte das, wenn sich bei mir die mittlere Taste festgeklemmt hat, sozusagen. Ich musste dann immer mal wieder wechseln, rechte, linke, mittlere Maustaste. Du machst das auch mit der mittleren, das Bewegen, oder? Hast du dafür einen Button? Ich habe einen Button auf dem Joystick und ich habe einen Button auf der Maus, ja. Ach so, und bei mir passiert das, wenn ich, während ich versehentlich die mittlere Maustaste gedrückt habe, den Fokus des Bildschirms verlasse und dann woanders hinklicke, dann bleibt er in dem Modus. Und dafür muss ich dann sozusagen immer mal wieder wechseln. Ah, okay, wie kriegst du das dann wieder aus? Irgendwie durch rumprobieren, ich habe da kein festes Schema. Ja, danke auch. Ja, das könnte der Fehler tatsächlich sein, weil ich war gerade auf dem zweiten Bildschirm zugange. Musst du sozusagen dann mal ein bisschen hin und her bewegen und dann wieder irgend links, rechts klicken. Und ich habe auch die verschiedenen Ansichten mit Shortcuts belegt. Ich glaube, das kann auch helfen, einfach mal eine andere Ansicht wieder einzustellen. Dann 1, 2, 3 oder ich habe bei mir im Nummernblock verschiedene Tasten. Ah, okay. Bei mir tut's dann einmal mit mittlerer Maustaste klicken, dann ist es wieder vernünftig. Jetzt scheint er in der Approach-Phase zu sein. Riecht danach, ja. Das bringt im Moment alles nix. Ja, wo schalte ich das ein und aus? Das ist jetzt die große Frage. Warum hat sich jetzt mein Autopilot ausgeschaltet? Svaruk sagte gerade, schau mal, dass du nicht im S-Dock-Interface Look Around. Dass du nicht im S-Dock-Interface Look Around eingeschaltet hast. Das kann sein, stimmt. Immer wenn du die Maus bewegst, geht der Maus nach. Ja, das kann auch sein. Ja, nur wo finde ich das? Ich habe dann bei mir im S-Dock direkt einen Knopf, wo es Smooth Transition. Virtual Walls, Walk Around und sowas alles gibt. Direkt im Interface. Aber du hast eine ältere Version. Richtig. Das wird hier aussehen. Ey, das, ich hab da jetzt alles ausgeklickt gerade und er macht es trotzdem. Kackendreist. Ich nehme jetzt einfach mal Flaps 1, sonst fängt er hier nicht an, sich Beat runterzunehmen. Nee, das ist aus. Dieses ML ist aus. T-Cast Mode. T-Cast Mode Selector to TARA ist schon sehr gut. Suche Maus. Finde sie aber gerade nicht. Warte mal. Okay. Das bringt alle nix, ich werd irre hier. Ja, weißt du was, das hilft nix, da muss ich jetzt ausschalten. Was ist denn? Oh, jetzt ist es doch ein bisschen turbulenter, komischerweise. So. Jetzt hat er die Interception-Höhe, sehr gut. Tja, jetzt könnte ich höchstens S-Dock schließen. Und den mit der alten Kombination und weitermachen. Und das einfach nochmal neu starten. Das kannst du probieren, ja. Dafür müsste ich natürlich wissen, wo ich es habe auf dem Rechner. Jetzt trägt er einen Localizer, das lässt hoffen. Flaps 2. Wenn die Flaps die Position erreicht haben, hier runter.
Jack und Gear Down. Ground Spoiler sind immer noch armed. Exterior Lights für die Landung setzen, jawohl. Dein Wunsch ist ein Befehl. So. Drei grüne Lichter. Das lässt auch hoffen. So. Flaps. Full. ECCA heißt das, ne? So, Final Approach. Let's fall, Auto Trust. Ach, guck mal einer an. Das hat's gebracht, also S-Dock neu starten. Das war jetzt. Stimmt, Swarox. Ja, du hast recht. Ich warte noch nicht bei 2500 Jahren. Da hab ich mich wohl nicht ganz. Stand bei mir stand, wenn. Landing Gear Select Down, wenn Flaps are at 2. Nicht bei der Höhe 2500. Hab ich jetzt nicht gesehen. In meiner Checkliste. Ja, 7 sind noch 121. Wo bin ich denn? 5 nach 6. Oh! Ja, das war's dann auch mit meinen. Also, das S-Dock hat jetzt dafür gesorgt, dass ich ganz fein jetzt gleich einen Direct Approach machen werde. Ohne es. Okay. Ich hatte jetzt schon Angst, dass du ein Out of Memory oder irgend sowas hast. Nein. Ich kann mir jetzt so, ich schaff's jetzt so nicht mehr, mir die Sits noch anzugucken dazu und das noch eins zu programmieren. Das werde ich jetzt nicht mehr hinkriegen. Naja. Da gibt's, glaube ich, Schlimmeres. Sieht immer so hoch aus, wenn man den Approach Flight Path fliegt. Der ja, aber das passt schon. Das passt, ja klar. So, das letzte Stück mache ich manuell. Approach stable. Ich dachte, ich hätte ein Minimum eingestellt, ich habe ihn gar nicht Minimum sagen hören. Continue, okay, da war er. Okay. Ist ja mal wieder so ein Windsflughafen hier. Toll. Ja.
Was war das denn? Aber Landung war okay. Na, das sah doch ganz ordentlich aus. Joa. War nicht meine schlechteste. Nein. Ganz bestimmt nicht. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob ich hätte nach rechts gemusst. Zum richtigen. Das hätte ich mal vorher prüfen sollen. Oh, und hinter mir kommt jetzt... Ah, ich sehe meinen Traffic. Na, guck mal. Cool. Da kommt jetzt einer rein. Und ich habe natürlich nicht in Unicom geschrieben. Ich schuft. Der wird sich gewundert haben. Okay, erstmal kurz Parking Brakes rein. Landing Lights off. 57.000 Fuß bin ich. APU starten. 202. Und ich möchte dem natürlich beim Landen noch zusehen, der da jetzt reinkommt. 202 nautische Meilengeräusch für den Approach. Ich habe von Point, ab Waypoint 7 habe ich. ENGM. Runway vacated. Das ist noch 7200. So. So. Minus. Sind 81, also 81 nautische Meilen before Waypoint. Ich hab ihn doch vorhin noch gesehen. Warte mal. Da kommt er rein. Jawohl. Kann ich ihn auch hier einstellen? Ja, kann ich. Ach, cool. Jetzt gucken wir uns mal seine Landung an. Der nimmt den gleichen Runway wie ich. In Oslo ist ordentlich was los. Nicht schlecht. Ach so, kannst du dir das auch angucken? Das ist ja stark. Mhm. Ich stelle ihn einfach ein als Flugzeug sozusagen. Was hat er vor? Oder ist der Winkel so shitte? Nee, der fliegt einfach manuell, glaube ich. Oder der hat eine andere Szenerie. Kann auch sein, ja. Na, das sieht nach manuell aus. Ui. Ist das so windig da, oder? Och, das sah gut aus. Ja. Mein Unicom loben für die schicke Landung. Vielleicht antwortet er ja. So. So. Sehr schön. Ach so. Natürlich wie immer Chronometer vergessen, ist klar. Stopp, Chronometer. Starten des Block-Time-Chronometers. Und jetzt mal in Little Nav Map gucken, wo wir denn hinwollen. Fehlt nur, dass wir hier noch den Traffic anzeigen. Ach, zeigt er sogar an. Und ich will... Ach, weißt du was? Wozu haben wir denn Follow Me Cars? Ich würde sagen, da holen wir, bestellen wir uns eins. To Gate. To Gate 9 mit Chatray. Ich möchte einen Follow Me Car, bitte. Thank you, schreibt er. Sehr schön. Das ist doch klasse. So, dann zieht es der Bot. Flight Director off. Ich hoffe, der ist jetzt, fährt jetzt nicht hinter mir auf dem Runway. Taxiway, nee, vorher. Okay. Rocket Mongoose, welcome on board. Gucken wir mal hier aus dem Fenster.
eigentlich. Naja. Der Flair, der geht zum General Aviation, wie es aussieht. So, was habe ich denn da für eine ILS-Frequenz? Status. Status ist normal. Ich weiß gar nicht, was der mich hier warnt. 20 Sekunden bis zur Ankunft. Du bist wahrscheinlich auch schon im Sinkflug, oder? Ich? Nee, noch nicht. Okay. 110.30? Ah, da kommt er. Follow me. Wo lang? wo habe ich denn? Ich hab doch. Ach, die Parking Brake ist gesetzt. Alles klar. Der Runway hat tatsächlich 360, also 0. Das ist genau Richtung Norden ausgerichtet, das ist sehr witzig. Okay. Ich will gerade nochmal versichern, ob das jetzt wirklich stimmt, das kam mir so komisch vor. Aber es stimmt tatsächlich. Oh, nicht schlecht. Ja, sehr gerne, Svarox. Das kann man sehr gerne machen. Ich brauche einfach nur für mein Prinzip noch ein richtiges Einparken und Stellen. Cooldown. So, der letzte Navigationspunkt ist Nummer 8. Ich fliege jetzt von 6 nach 7. Dann könnte ich den 9er eigentlich schon wieder mit irgendwas belegen. Wenn ich jetzt die Charts noch schnell hätte, dann würde ich vielleicht noch retten. Ich bin noch gerade am Ende. Ne, ist alles gut, alles gut, alles gut. Sonst stelle ich dir was in die Dropbox. Ne, ne, alles gut. Das waren noch Zeiten, wo ich dich immer mit einem Jet eskortiert habe. Ja. Das war eigentlich auch cool. Können wir auch mal wieder machen. Aber da brauche ich eine Subsonic-Route. Ich gebe ganz offen zu, dieses Taxing, da habe ich noch ein bisschen Übelbedarf. Ach cool, der steht heute auf einer Leiter, um mich einzubinden. Das ist ja süß. Ah, guck mal, ich habe was gefunden hier. Das sind die Abflüge. Abflüge, ich bin aber Approach. Ich bin die andere Landebahn. Das ist auch nicht. Ah, guck mal. Auch das ist gar nicht so kompliziert. Wir haben da Ebelo, den habe ich doch noch, oder? Limax habe ich den letzten. Ach, ich darf noch näher ran, ja? So wie es aussieht. Ja, sehr gut, ne? Dann machen wir das doch. Ach, guck mal, ich habe es gefunden. Dann kriege ich das jetzt vielleicht doch reingetippert hier. Glaube ich dann. Ah, doch, das schaffe ich noch. Shift 8. So. Waypoint. Nummer 9. 8 ist mein letzter. Ne, warte mal, dann kann ich auch. Dann kann ich den 8er eigentlich überschreiben. Insert North. Was habe ich denn da? 15097. 7. Insert West.
17, 25, 8. Insert. So, das ist der 8er. Dann kommt der 9er. Das ist Norse 14, 33, 2. 14, 33, 2 und West 17, 22, 0. So, und fertig. Ab da muss ich dann auf ach ja, da geht's dann sofort schon in Richtung 271 Grad über. Okay. Das kann ich ja fast schon. So. Gut. 271 Grad, ne, das kann ich mir so eintippen. Ja, dann war's das schon, guck mal, ging doch schnell. Ja, super. Standby. Achso, mein Squawk kann ich auch um Standby setzen. Standby, TKs. Achso. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen anständige Beleuchtung. Cut Engine. End Block Time. Ja, da ist ja gleich mein Top of Descent hier schon. Ja, das weiß ich auch. This wasn't very good parking. Ja. Macht nix. Oh, jetzt gut. Bin ich schon bei 58, dann bin ich ja schon bei 59. Da muss ich dann nochmal 10 nautische Meilen, also bin ich bei 91, bei 92. Muss ich draufrechnen. Ist off. Noch 3 Minuten. Beacon off. Was ist da noch drin? Fuel Pumps. Off. Achso, jetzt habe ich wahrscheinlich meine Bremsen überhitzt. Nee, geht. Apps. Phoenix Break. Passing Break. Anti-Ice. FUV. So. Ja. Ups, Fuel Pumps. Crew Supply. ADS off. Ach, was für eine Flughöhe muss ich denn da rein donnern? Zum Intercepten des ILS oder wo? Nee, überhaupt hier Anflughöhen. Da müsste irgendwas angegeben sein. Bei der Sit hier. Ach, Star, ich vertue mich immer, verdammt. 2100. Das ist aber niedrig. Okay. Na gut. So, external. Wenn er das so will. GPU. So, dann gucken wir mal. Da. Und Power. Und APU off. Ja, Fuel sieht gut aus. 1000 habe ich angegeben. Deboarding spare ich mir jetzt auch. Da kann ich gleich nach vorne pumpen. Ist auch schon alles vorbereitet. Dann haben wir es gleich. Sehr schön. Okay, ich hab's glaube ich jetzt auch. Das ist alles aus. Da ich eh nur abends fliege, die Lichter lasse ich und dann. Genau. S-Fighter, hi! Welcome on board, right for the descent and landing. So, gut.
Quarox. Ich speichere schnell ab. 17. Ah, ich lass dich mal teilhaben an dem Bericht mal. -08-25. Fast auf 60.000 Fuß. 58.100. Oslo. Und was wollte ich noch? Naja, das reicht. So. Komm, nochmal eine schnelle Außenansicht machen hier. Gut. Ich switche mal kurz mit dem Svarox in einen eigenen. Ja, Discord-Channel. mach das. Denn es passt nicht ganz dein Thema hier in den Chess. Nee, ich hatte das gerade schon mitgekriegt. Alles gut, mach dir mal viel Spaß. Alles klar, ich hab dich noch im Tab. Ich denke mal, deine Landung kriegt man trotzdem mit dann. Bis dann. Bis dann, tschüss. Und du bleibst noch drin, Svarox. Ich schick dir gleich meinen Discord-Link. Moment. So. Now we are decelerating to 350 knots and then we will descend. Now on the descent starts and at Mach 1.5 we will reduce the throttles to 77% and 2. Here we go. So fuel should move from the back to the front and is reaching tank 5 and 7, so we switch on the fuel pumps from tank 5 and 7 to get the fuel into the main engine feed pumps tanks. So, there's a short CG warning, so it stops the fuel trim. It's a bit too far to the front. So, here we are at Mach 1.5, and at Mach 1.50 we reduce, and it's now reduced to 77% and 2. So we will descend
a bit faster now. So the aircraft, oh, it's a 350 knots. So yeah. Trim the fuel again to the front. Engine flight rating to climb. And now we are descending. Mach 1.3 from now on, the intakes should be closed. Three of them are just waiting on the last one here. And it's closing, it's perfect. Mach 1.2 is it at the moment, and not Mach 1.0. We reduce the throttles to idle. Hello, is this the freeware? No, it's not the freeware. It's a FS Labs one. So, in 10 minutes I think we are down to 2100 feet for the approach, and we are nearly reaching the point where we get into the subsonic speeds. Actually, we are at Mach 1.02 and further decelerating, so here it comes, Mach 1.01, Mach 1, and here we go, reducing the throttles to idle and switching the throttle master switches to alternate and the preservation static heaters to on. Transparency de-ice and demist should be on. And a quick look over the fuel tanks. So good, so far so good, that's okay. We have 16 tons of fuel left, that's a mess, that's very much fuel for the short time of flight. Oh well, it's okay. I think we will land with 14 tons left, so we have a landing weight approx 102 tons,
So I have to check it quick. So we have landing speed from 155 knots. So I fed that into the gauge. 56 and 58. So 102 tons. Yep. Actually, we are at 24,000 feet. We are descending with 4,500 feet per minute. So we are very good in time. So on the right side comes cloud. So here we are at 19,000 feet, approach checklist. Taxi turn lights on, radar INS switches, so I leave the radar switches on INS at the moment. Seatbelt signs are on, engine control to approach, and engine flight rating to climb, to take off, sorry. Engine recirculation valves should be on shut there, and secondary air doors on auto. They are as well. A brake fence should be off there. And cross feed valves should be shut there. SSB to open. And battery splits to ESS main. So, fuel weight and CG. Yep. You have to check it later, but later. So I try to slow down a bit to 250 knots when we are reaching the 10,000 feet point. So we can check the fuel tanks again. So it says we have 2,900 kilos left in tank 11. So leave that as it is.
Altitude alert, 1000 to go. So in 5 minutes, we have to be. It should be at 2,100 feet. So at the moment, there's no need to. So, so, yeah, here we go. So, nose and visor down, we are at 250 knots.
Oh, was ist denn hier mit meinem Autopiloten los? Da stimmt was nicht. Ja, dann müssen wir das anders machen. Altitude alert, 1000 go. Das ist nicht so gut. Oh, der nimmt noch nicht mal mehr Track Heading an. Oh. Radio altimeters are active. Okay, here we go. Hopefully he do it right. So, here we go. I bet the fuel tank 11 is empty, so we can shut down the pumps of tank 11 and tank 5 and 7. Trim transfer switch off and guard. And now we are ready to... We are prepared for the landing. Check 1.4, 2 tons, yep. That would fit. SXS pilot, welcome on board. Just in time for the landing in approx 10 minutes. Morning, yes. It's 1:26 in Germany. So we will pass the airport on the left, so if we look out of the right window we should see it. But I think oh there it is.
Now we fly a short circle and land in the opposite direction. So, yeah, that should work. So just waiting for the glide slope to come up, and then we make the right turn. So here comes the glide slope, slowly. So for the turn I will decrease my speed to 210 knots. And once we've done the turn I will fly by hand. So let's go on final. Nose and weather down to 12.5 degrees. Slowing the aircraft down to 210 knots and then 190. Once the aircraft has reached 190 knots, I will take the controls. So, here we go. My airplane
You're down. Radio. Disengage electric trim. 800 feet. Feet stable. 400 feet. 300 feet. 200 feet. 100 to go. Continue. 50, 40, 30, 20, 50, 40, 30, 20, 100 knots. 75 knots. 50, 40. Dankeschön, Matthias, danke. Landing lights off, tire lights are off. 20 knots. Master warning is inhibit, nose is up, transponder to XPDR. Flight directors and off, flight control inverters are off. SSB. Hi, da bist du ja wieder. Ja, das war eine nette Landung. Close. Ich weiß gar nicht, wie viel Feet das waren. 100, 50 oder so. Oder? Oh, das ist ja, das geht. Ich glaube, irgendwie so die Größenordnung. Das ist okay. So, Inboard Engines Shutdown. Ah, schön. Es geht zwar zulasten meines über die Woche aufgebauten Schlafmangels, aber es war heute mal wieder ein sehr schöner Flug. Ja, ich war auch. Ich fand das echt nett heute. Das war das erste Mal, dass ich mal seit langem, dass ich mal einen Flug hatte, wo wirklich nichts schief gegangen ist. Ja, ich auch. Also bis auf jetzt diese S-Doc-Geschichte und gerade beim Landeanflug, wo es so ein bisschen, ich war ein bisschen hoch eigentlich, aber das ging, das konnte ich gut retten. So, Inboard Engines, Auto Ignition, off, Auto Throttle off. Reservation static heaters off.
Alle sind Standby. Pro Heaters und Rainmaster Heaters können aus, weil wir haben irgendwas mit 30 Grad, glaube ich. So, die sind auch aus. Wing Anti-Ice ist aus, Preservation ist checked, Secondary Air Doors, Auto-Shut Lights off. Mit Sicherheit. Auto-Shut Lights off, that's correct. Engine Control to fly over. Battery DC splits to bat on. Oops. Na gut, dann werde ich mal den Weg der Propheten gehen. Ja, mach das. Eine sehr gute Idee. Gute Nacht dir. Tschüss, war schön mal wieder, hat Spaß gemacht. Ja, schöne Grüße an deine gute Hälfte. Ja, das mache ich. Ciao. Tschüss. Parking brakes set. So now come the parking checklist. Lights and transparencies off. Nose and visor up. Emergency generator selector to auto. Engine 1 shut down. Ground power müssen wir requesten, und zwar ab jetzt. Ground power and close. Electric trim stabilization and fail. Off electric trim is off. EFC master warning cancel, generator switches to off, and last engine shut down. Throttle masters to off, drain master heaters, short temperature check plus 24 degrees, so drain master heaters can A off. Anti-collision lights off. Fasten seatbelts off. Doors open. ESC master warning cancel again. Oops. Engine anti-icing is off, auto ignition is off, flight deck door unlock, bleed valves shut, ground supply and conditioning valves off, batteries to bat off, transponder to standby, brake fans not required, I think. Elapsed clock 3 hours and 6 minutes. Perfect. Let's reset. Engine feed pumps. All off. Engine
Tank 9 main and override inlet valves to shut. Tank 9 pumps off. Tank 10 pumps off. Tank 9 DI off. Tank 5 A78 pumps off. Standby inlet valves all off. Trim pipe drain shut. Transfer valves 5A5 7A7 shut. Tanks 5 and 7 pumps off there. Tank 5 and 7 inlet valves shut. Override off. 7 and 8 inlet shut and override off. Trim transfer valves and switches are off and normal. Tank 11 main inlet valves to off and override valves to shut. Tank 11 hydraulic pumps are off and tank 11 pumps left and right hand are off and DR is off. Fuel low pressure protection is off. Air data computers are off. RDS master warning cancel. INS system switch them to position and to off. Flight control inverters to power off. Anti-stall system off. Hydraulics off. Navigation lights off. Emergency lights off. Brake fans are off. Roof and panel lights off. Master CB to trip and shut down. And re-extract fans to off. Welcome in Dakar, gentlemen. So, our next flight will be on Saturday, I think. And let's have a quick look where we go. Actually, I don't have any idea. I think we go to Rio de Janeiro. Oh, that will be a nice trip. So we will make a near flyby at the Jesus Christ statue. So will be fun to be there, think. So I'm off for today and you're invited on Saturday to join my stream. Bye bye guys.